Peter Mischig. Botschafter und ständige Vertreter der Slowakischen Republik bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Wien, die Ambassador and Permanent Representative of the Slovak Republic to the Organization for Security and Cooperation in Europe in Vienna. Ladies and gentlemen, I would like to mention that we have a tradition in the Slovak Institute to present the history of Jewish community in Slovakia through concerts, discussions and programs. We are making a cooperation of the Museum of Jewish Culture in Bratislava or the Institute of Simon Wiesenthal here in Vienna. We prepared the film projection, for example, Colette, the film from the Second World War, with our stars Andy Harris and Susanna Maureri. And now and today, I'm really very happy to welcome you all and to welcome you to the wonderful exhibition in cooperation with the curator of the exhibition, Thomas Stern. Aber jetzt würde ich gerne zum Mikrofon einladen unseren Botschafter, Herr Peter Mischig. Bitte. Sehr geehrte Frau Direktorin Ribarova, vielen Dank für die netten Begrüßungsworte. Exzellenzen, Excellency, Sie, my dear friend, liebe Gäste, sehr geehrte Frauen, sehr geehrte Herren, ich möchte bedanken für die Einladung und zunächst möchte ich mich vor allem bedanken für die großartige Idee, die die Organisatoren dieser Ausstellung hatten. Dies inhaltlich und auch, was Zeit anbelangt, perfekt. Eigentlich in diesem Jahr, im Jahr 2018, erinnern wir uns in der Slowakei und auch in Österreich an die Ereignisse, an die sehr wichtigen Ereignisse der letzten 100 Jahre, die mit unserer Geschichte verbunden sind. Und ich möchte betonen, dass diese großen Ereignisse mit den großen Persönlichkeiten, mit den großen jüdischen Persönlichkeiten, die im 18., 19., 20. Jahrhundert in Wien, in Bratislava, in Österreich, in der Tschechoslowakei, Slowakei gelebt haben, und diese Geschichte ist unzentrentlich mit der Leistung dieser großen Persönlichkeiten verbunden. Sie haben wirklich maßgeblich zu der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Entwicklung von Bratislava, Pressburg, Wien, Österreich, Tschechoslowakei, Slowakei beigetragen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Sie unseren Respekt und Dankbarkeit verdienen.